Hallo Freunde, dieses Experiment haben wir schon in 2018 angefangen. Die ganze Zeit haben wir keinen Erfolg und erst jetzt haben wir einige gute Ergebnisse erzielt, die wir mit euch teilen möchten. In diesem Video zeigen wir Anfang des Experiments, indem wir ein Ei in Plastikbecher schlagen und versuchen, ein lebendes Huhn aus diesem ausgeschlagenen Ei herauszuholen. Wir werden mit eigenen Augen die Entwicklung sehen, denn es wird keine Eierschale um ihn herum geben. Aber zuerst müssen wir einen speziellen Inkubator schaffen, in dem sich solche Embryonen entwickeln können. Wir werden es aus dichtem Schaumstoff entwerfen, genau aus dem gleichen, aus dem wir den kleinen Inkubator für Wachteleier gemacht haben. Erinnert ihr an das Video? Dieses Experiment wird viel cooler sein. Nachdem wir die Wände ausgeschnitten haben, beschlossen wir, sie von innen mit Acrylfarbe auf Wasserbasis zu streichen, um schädliche Dämpfe aus Kunststoff zu blockieren. Alle Verbindungen kleben wir fest mit Kleber und mit starkem Kleberband. Nachdem wir ein Quadrat aus einem Gitter ausgeschnitten haben, haben wir es in das Gerät eingebaut, auf dem die Embryonen reifen werden. Nachdem wir die Quadrate aus transparentem Acryl ausgeschnitten haben, installieren wir die Sichtfenster von oben und von vorne. Später haben wir das obere Fenster mit Schaumstoff bedeckt, um Wärmeverluste zu vermeiden. Um die Tür zu befestigen, haben wir Spaks in Wand geschraubt und Magnete auf Acryl geklebt. Sie werden die Tür anziehen und halten. Nun müssen wir die korrekte Erwärmung des Inkubators bauen. Dazu haben wir einen Metallfeder genommen und das nötige Stück nach unseren Berechnungen zur Herstellung einer Heizung abgeschnitten. Wir haben die Feder an zwei Spaks gezogen, später aber durch Schrauben ersetzt. Wir haben auch ein Netzteil gekauft, das das Strom umwandelt und dem Temperaturregler zuführt. Es wird mit Hilfe eines Temperatursensors das Ein- und Ausschalten unserer Heizungsfeder regeln. Um der Feder effektiv Wärme zu entziehen und sie gleichmäßiger im Inkubator zu verteilen, haben wir einen kleinen Kühler aus dem Computer genommen, eine Aluminiumstange abgeschnitten und nachdem wir alles zusammengebaut haben, war es so eine Heizung. Es soll an der Oberseite des Inkubators angebracht werden. Wir verbinden Elektronik und fügen den Temperatursensor ein. Für die Hintergrundbeleuchtung haben wir diese LED-Streifen verwendet. Jetzt können wir die gewünschte Temperatur im Regler einstellen. Die Heizung wird eingeschaltet und vorgesetzt, bis der gewünschte Wert erreicht ist. Um die Luftfeuchtigkeit aufrechtzuerhalten, gossen wir Wasser in solche Schalen und stellen es am Boden des Inkubators. Oben haben wir einen zusätzlichen Temperatursensor geklebt. Sogar die Cookie hat sich interessiert, was wir dort überhaupt machen. Aber damals nicht mal Cookie, nicht wir wussten nicht, dass das Experiment 3 Jahre hinziehen würde. Die Innenwände des Inkubators haben wir mit Desinfektionsmittel behandelt, um alle Bakterien abzutöten. Alle scheint bereit zu sein, um das Experiment zu starten. Seht ihr den Unterschied zwischen unserer ersten Version des Inkubators und der zweiten? Dann brauchen wir Eier. Viel Eier. In 3 Jahren bei all unseren Experimenten haben wir mehr als 300 Eier verwendet. Jedes Ei wurde auf Risse und Defekte überprüft. Wir wollen nur die gesündesten Exemplare. Alle von ihnen wurden mit Alkohol behandelt, wonach sie in den Inkubator gestellt wurden, damit das Leben dort beginnen konnte. Das ist der Moment des Beginns unseres schwierigsten und interessantesten Experiments. Wir haben versucht, steril zu sein, deshalb haben wir Masken und Handschuhe verwendet. So einfach konnten wir nicht die Eier in Glas schlagen. Wir mussten es auf besondere Weise vorzubereiten. Durch Erhitzen eines Glasstabs am Boden jedes Glases haben wir eine Entlüftung gemacht. Nachdem wir eines der Eier desinfiziert hatten, begannen wir daraus spezielle Nester aus Frischhaltefolie zu formen, in dem sich unsere Embryonen entwickeln werden. Dann nahmen wir destilliertes Wasser und eine antibakterielle Substanz, die das Wachstum von Bakterien verhindert und das Wasser nicht verdarben lässt. Diese Mischung brauchen wir später.
Da sich in der Eierschale eine ganze Palette von Mineralien befindet, geben wir eine spezielle Mischung der notwendigen Substanzen in den Boden des Nestes, damit der Embryo die notwendigen Spurenelemente von dort aufnehmen kann. Auf dem Boden des Glases geben wir antibakterielle Lösung, die den Embryo mit Feuchtigkeit versorgt. Und jetzt ist der wichtigste Moment. Wir müssen das Ei aus dem Inkubator nehmen und mit einer sterilen Pinzette einen Teil der Eierschale vorsichtig trennen. Und dann ebenso vorsichtig in das Glas legen. Ab jetzt haben wir 3 Jahre Misserfolge unter Folge vor uns. Die Ergebnisse werden wir im nächsten Videos zeigen. Außerdem werden wir alle paar Tage Videos der Entwicklung unserer Embryonen in kurzen Videos veröffentlichen.